stehen jetzt hier am Wüstenflitzer. Neben mir steht Heidepark-Geschäftsführerin Sabrina de Carvalho. Frau de Carvalho, woher stammt die Idee, den Wüstenflitzer in den Heidepark zu holen? Naja, wir wollten unbedingt eine Attraktion haben, die für Kinder 4 bis 10 ist und die eben auch interaktiv ist. Wir legen ja sehr viel Wert darauf, eben auch was anzubieten, wo die Kinder was machen können. Also nicht nur reinsetzen und gefahren werden. Und da hat sich so eine Kinderfahrschule einfach angeboten. Wann begann die Planung für die Attraktion? Die Planung begann relativ früh. Ich würde mal sagen, schon Ende 2013 haben wir angefangen, Überlegungen zu machen, was wir denn bauen wollen. Und dann wird mit den ersten Herstellern gesprochen und dann fängt man an, über die Thematisierung zu überlegen. Also es dauert schon so seine Zeit. Also ich würde sagen, 18 Monate planen wir da schon. Und wie lange war die reine Bauzeit? Angefangen zu bauen haben wir gleich nach Parkschluss. Also das sind dann 4, 5 Monate, ne, die wir gebaut haben, circa. Okay, und wie kamen Sie auf die Idee, das Thema Orient für diese Kinderfahrschule zu benutzen? Es ist ja genau neben Desert Race, wo die Großen quasi in der Katapultachterbahn fahren können. Und das ist ja Thema Wüste und wir wollten es gerne anpassen an dem Bereich, damit es so ein bisschen ist, die Großen fahren Desert Race, die kleinen Wüstenflitzer. Und damit hat sich das angeboten, irgendwas mit Wüste zu machen und von Wüste kommt man schnell auf Orient. Ja. Und mit dem Spaßbad haben Sie dann ja auch noch eine weitere Attraktion oder ein weiteres Angebot, was zum Orient passt. Genau. Und wir sind auch der Meinung, das Land der Vergessenen bietet es auch einfach, gibt es her. Das ist ja sehr weit gefasst. Und sag ich mal, 1001 Nacht, arabische Welt, ist eben auch eine vergessene oder vergangene Welt in dieser Form. Insofern haben wir gefunden, dass es gut bei uns reinpasst. Okay, nach Krakow und Flug der Dämonen haben Sie jetzt aber wieder was für Kinder investiert. Ist das ein Zeichen für die künftige Ausrichtung des Parks, dass Sie wieder Richtung Familien gehen wollen mehr? Ja, auf jeden Fall. Also die Ausrichtung ist ganz klar, für die nächsten Jahre werden wir ausschließlich Attraktionen für Familien mit jüngeren Kindern vor allen Dingen machen. Ja. Okay, dann erstmal vielen Dank. Sehr gerne.